Lena spielt heut Final Fantasy 6 mit Verzweiflung gar. Und der Jucki und die Simsa finden das höchst sonderbar. Und die Zündi und der Manni und der Mantertank ist leer. Doch der Kefka und der Gestall und der ist, den freut das sehr. Ja, Final Fantasy 6 und so mit hier den üblichen Verdächtigen, würde ich mal sagen. Genau. Die auch schon die letzten 30 Parts dabei. Ja, wir müssen es unbedingt nochmal vorstellen. Genau, Simso und Juckpulver. Ja. McSteel. McSteel. So, und wir haben gerade die Apokalypse überlebt. Irgendwie. Das hier scheinen sogar ein Strauch Blumen. Genau. So alles total verschallt, alles voll verfallen und zerstört, und da steht da so ein wunderschöner Strauchblumen. Ey, der Sitt! Der Sitt. Oh, mach der bitte Sitt. So ein großes rotes C drüber. Es tut weh, okay. Genau. Das ist doch der Sitt! Der Sitt. Der sittige Sitt. Wer hat den Sitt besprochen? Keine Ahnung. Ein Opa? Nein. Nee, der ist ja nicht so alt. Also. Soll ich das machen? Oder irgendwie? Ja, natürlich. Celis, endlich! Celis, endlich! Ja. Bist du aufgewacht? Wacht, ja. Ich fühle mich, als hätte ich ewig geschlafen. Achso, nee. Ich fühle mich, als hätte ich ewig geschlafen. Hast du? Oh nein. Ein ganzes Jahr, um genau zu sein. Ich fürchtete schon... Ein ganzes Jahr hast du auf mich aufgepasst? Ich habe zwar nur hier gelegen, aber danke. Ich habe dich im Bett gewaschen und oh Mann. Die liegt dann faul da vor sich hin, ganzes Jahr. Ich weiß auch nicht, also. Ja. Ich rieche ein bisschen streng. Muss mal die Schlüpper wechseln und dann. Oh Mann. Wir sind auf einer kleinen verlassenen Insel. Nachdem die Welt unterging, wachte ich hier auf. Mit dir, zufällig. Außer dir waren noch ein paar Fremde da. Die Welt, also war es nicht nur ein Traum. Die ist untergegangen und die sind jetzt auf der gleichen Welt, die untergegangen ist. Richtig. Wo sind meine Freunde? Wo waren die? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir hier sind. Vielleicht als die einzigen Überlebenden. Seit diesem Tag ist die Welt auf einer Höllenfahrt. Tiere und Pflanzen sterben. Oh nein, das ganze Rheinland! Die paar anderen, die es hier verschlagen hatte, starben an Langeweile. What the fuck? Mir ist langweilig, ich sterbe. Ich hab einen Langeweile-Infarkt. Das muss ein erfüllter Tod sein. Ja. Alter, nee. Das geht mal gar nicht. Meine Freunde sind vielleicht alle tot, weil sie sich gelangweilt haben. Wieso hatten sie kein Gameboy dabei? Celis, du bist praktisch meine einzige Familie. Wie viele Familien kann denn ein Mensch haben? Vielleicht können die friedlich leben bis ans Ende. Ich habe 8 Familien. Also. Bestimmt Sid. Oder sollte ich sagen, Großvater, darf ich dich so... Oh, boah, das war aber ein Schlag ins Gesicht. Was, aber ich dachte, wir können zusammen sein. Was? Waren wir doch. Niemals, du bist zu alt. Opa, nicht? Ich bin begeistert. Ganz plötzlich habe ich eine Enkelin. Hust, keuch. Mein lange vermisster Großvater. Oh. Ist ja wie bei Family Stories hier. Hey, hast du Hunger? Warum hustest du? Ja, also voll am Röcheln und kurz vorm Sterben. Hey, ja. Hast du Hunger? Also. Wenn ich Hunger habe, muss ich husten. Ich habe seit 3 Tagen oder so nichts gegessen, weil ich krank wurde. Was möchtest du denn essen? Ich möchte einen Cheeseburger mit Zwiebeln und...
Aber nicht. Ich bin todkrank. Was möchtest du denn essen? Voll. Weiß ich nicht. Ich hätte noch erstmal gefragt, weiß sie denn überhaupt, was für eine Auswahl herrscht hier auf der Insel? Oder was möchtest du denn essen? Also, wenn ich nicht nach Fische frage, bekomme ich gar nichts. Etwas anderes gibt es nicht. Ich werde welchen fangen mit meinen bloßen Händen. Ich bin Bear Grylls. Hm? Wir können auch unser eigenes Urin trinken. Oh Mann. Salzig. Aber sehr vitaminreich. Das Meerwasser ist auch salzig. Ja. Wenn man die Wahl hat. Grün, sauer Urin? Grün. Klebrig und glitschig, aber äußerlich köstlich. Kula Matata. Oh, wir können auch Möwe essen. Möwe, genau. Komm her, du. Komm her, du Möwe. Da ist nicht viel dran, wa? Musst du zum Wasser und dann die Fische da rausgreifen. Und ein bisschen weiter. Ach, wenn Angeln so einfach wäre. Ja, die kommen dir direkt in die Hand gesprungen. Den letzten kriege ich irgendwie nicht. Oh, aber einer reicht doch. Hängt wahrscheinlich irgendwie am Stabfest. Oder musst du nochmal reingehen? Vielleicht reicht ja auch einer. Nee, du musst mehrere Male. Dann geh aus dem Bild raus und... Warte mal, habe ich überhaupt keine Stiefelchen? Stiefelchen. Oder warum? Stiefelchen. Ach, die Stiefelchen. Das ist so ein Relikt. Wurde leicht angespürt. Die 7-Meilen-Stiefel. Ja, die schwimmen auf dem Wasser. Zarinnenring. Nam, nam. Bei 7-Meilen-Stiefeln muss ich mal an eine Werbung denken. Ja. Das war sehr lustig. Die 7-Meilen-Stiefel. Muss jetzt zu einem alten Mann hingehen ans Bett und den Fisch da. Nein. Den Fisch in den Mund stecken. Genau, Fisch. Ihr ist zwar roh, aber. Du bist hier mit einem Haps, sag ich dir. Mit Gräten und Augen. Bisschen ansprechen. Der ist gerade aus dem Bett. Großvater, hier ist die Leute sind ist ein Mampfkau. Oh, ist der gut. Mampfkau, der ist gut. Ups, mit Augen und Schuppen und... Muss der Sport gewesen. Mein schlimmster Albtraum wäre, dich allein auf diesem erbärmlichen Eiland zu sehen. Da haben wir jetzt ein Problem. Weil du bist gleich tot. Chip, chip. Oh, was ist ein dämliches Spiel? Reicht das nicht einmal, einen Fisch zu fangen und dann geht's weiter? Muss man das jetzt 5-mal machen? Warte, den anderen krieg ich auch noch. Komm her, du. Komm her. Jetzt kann ich aus dem Bildrand schwimmen, der Arme. Er ist halt zu verdammt, ja. So lange zu schwimmen. Bis das ist ein NPC-Fisch. Der kann so weit schwimmen, wie das Bild reicht. Oh nein. Es gibt sogar NPC-Fische. So weit das Bild reicht. Die Möwe boah, er steht schon wieder. Wie der immer aufsteht und dann sich wieder hinlegt, der Alte. Eigentlich geht's ihm voll gut, aber sobald wir reinkommen, ist er ganz krank. Ja, wer einfach nur Fische haben und ist sofort selbst aufs Netz fangen. Oh Gott, das ist... Mein schlimmster Albtraum wäre dich allein auf dem Blablabla. Warte mal. Ich hab doch zwei gefangen. Okay, war da nicht irgendwas, geh mal zum Regal. Nee, musst weiter Fische fangen. Aber da war doch musst du weiter mit Fischen mit zum Geheimgang. Ja, das kommt dann noch, aber erstmal musst du Fische fangen, Deluxe. Diesmal ist nur einer da. Ich stopf den einfach. Die Fische sind bestimmt schon vom Aussterben bedroht. Ja, wegen dem hier. Danke, das ist so dämlich gerade. Das war. Kau. Großvater, hier ist ein Fisch. Ess! Ersticke. Solange ich noch reden kann, möchte ich dir danken. Das ist so irgendwie so seltsam, weil er wird mit Fischen gefüttert und stirbt da gerade an. Ja, wahrscheinlich an Fischvergiftung. Oder ihm ist eine Krete im Hals stecken geblieben. Ja. Oh, jetzt sind sogar schon drei da. Haben sie ein Kind bekommen. Ich kann denen sowieso nur mal zu essen geben. Oh, das hätte doch echt gereicht, wenn man ihm einmal einen Fisch bringt. Wieso muss man das 5-mal machen? Die haben mir nur Spielzeit gestreckt. Ja, richtig. Ja. Square. Großvater, du musst etwas essen. Du musst viel mehr essen, oder? Was ist los mit dir? Du bist ganz blau angelaufen. Du hast in den letzten 2 Minuten nur 5 oder 4 Fische gegessen. In einem Stück. Oh, das war so jetzt dämlich, dass man den mit Fischen füttern muss. Ja. Warum hat man denn nichts heilendes, irgendwie eine Pflanze eigentlich gebracht? Eigentlich ist es voll dramatisch, aber irgendwie ist es voll dämlich. Ja, irgendwie.
Ich kann das Spiel nicht ernst nehmen. Nee, ich auch nicht. Nein, nein, du hast versprochen, Pi, bist du... Und es liegt jetzt garantiert nicht an der Übersetzung. Also, glaube ich auch nicht. Also, ja. Großvater antwortet, das ist ein Fisch. Ich hab ihn gerade voll umgebracht mit den Fischen. Und ja. Ich eine Grete im Hals stecken geblieben. Und jetzt macht er... Hi, ich hab nur einen Witz gemacht. Das wäre schon... Oh. Fische roh wäre wahrscheinlich, bekommt der übelsten Suppenschiss, oder? Das war voll das dramatische... Ende, ja. Weinen. Oh, jetzt können wir die Insel verlassen. Also das Haus. Oh nein, eine tote Möwe. Kann es noch schlimmer werden? Der Tag ist heute scheiße. Also ja. Die anderen, die hier waren, sie sprangen in gutem Glauben von den Klippen im Norden. Aus Langeweile. Das hat sie ziemlich auf... Ich dachte, sie sind gestorben. Ja, also, ich weiß nicht. Also, das hat sie ziemlich aufgerufen. Ich hätte jetzt eher gedacht, die wären gestorben. Weil ja, also, die hätten auch, sich also, aus Langeweile runtergestürzt, weil sie nicht mehr leben wollten. Haben die jetzt so Klippenspringer gemacht? Oder was war das jetzt? Oder sind die aufgeschlagen? Man weiß es nicht. Nein, sie sind aufgemuntert. Sie hatten Langeweile und jetzt sind sie aufgemuntert. Alle sind weg. Sogar Manni, der versprach mich zu beschützen. Die Welt geht langsam zugrunde. Ich dachte, die wäre schon untergegangen. Ja, irgendwie. Man kann nie oft genug untergehen. Richtig. Jetzt schmeißt er sich bestimmt auch darunter. Genau. War schon traurig. Nee, sie kann's. Doch, sie kann's. Und dann weint sie dabei und die Tränen glitzern. Oh, ist das traurig. Uns fehlt nur irgendwelche traurige J-Pop-Musik. Der ist ja fast, also... Ein bisschen. Nicht so J-Pop, aber traurig. Na, ist sie jetzt aufgemuntert? Dann wird sie von Engeln abgeholt, wie Zack bei... Komm, steigt sie denn gelaunt aus dem Wasser? Nein, die ist wieder... Es ist ein ewiger... Die kann sich nicht umbringen. Es ist ein ewiger Kreislauf. Wenn sie jetzt wieder zurückklippt, dann wird sie wieder hier angespült. Ja, und täglich grüßt das Zellestier. Oh, da liegt eine Möwe. Mit einem Brief oder was? Briefmöwe. Brieftaube. Mit einer Rohrbombe. Genau, es ist bestimmt eine Bombe im Brief. Ah, hast du mich etwa wieder gesund gepflegt? Natürlich. Ja, der hat sich gefühlt. Meint ihr die Möwe? Ja. Hab ich dich etwa darum gebeten? Boah, scheiß Möwe, ey. Oh. War da gerade ein Fragezeichen? Ja, ganz kurz, cool, ja. Ein Halstuch? Hey, du, wo hast du das her? Hast du dir das selber umgebunden? Wo, ist die Person, die geholfen hat, am Leben? Antworte! Muss ja. Weg, die Möwe. Ja, ich glaube, ich muss ins Haus und da ist denn dieser Geheimweg, glaube ich. Er lebt. Er lebt, Manni lebt. Warum Manni? Woher... Nee. Manni war es nicht Mannis Halstuch. Oder? Ach so. Ja, Kopfband, Halstuch. Oh nein, ein Brief. Manni. So. Ach so, ich als Manni. Manni ist immer noch. Ich weiß ja nicht, wer das gemacht hat. Du musst fortgehen, die anderen warten sicher auf dich. Manni war hier. Hinter dem Ofen ist eine Treppe. Dort unten findest du den Weg in die Freiheit. Ach so, doch, Großvater. Scheiße. Naja, okay. Du kannst die letzten Worte sagen. Liebe Großvater. Ich glaube, du musst hinter den Ofen. Nee, geh runter nach rechts. Nach links, meine ich. Weiter nach, genau, jetzt so, weiter, immer weiter, immer weiter. Fast. Ah. Boah, was? Damit kannst du den Ozean überqueren. Cool. Voll so Robinson Crusoe mäßig. Ja. Ohne Segel und ohne Paddel und ohne alles. Die Strömung wird dich leiten. In dem Tod. Zellis, du wirst stolz auf mich sein. Ach nee, ach verdammt. anders. Ich dachte, das ist so eine Geisterstimme von Sitz. In den Wolken. Weißt du, wie König der Löwen, wo denn Mufasa da... Ach egal. Das ist einfach so richtig sinnlos, so, ja, du bist meine Familie, ja, du bist jetzt
plötzlich mein Großvater, ja, und dann fütter ich dich mit Fisch und dann stirbt er. Das ist so. Jetzt überquert sie den Floß ohne Segel. Sie hat ihre einzige Familie umgebracht. Boah. Was für ein Biest. My body is over the ocean. My cells is over the ocean. My money is over the ocean. Ist ja ein weiter Weg. Ein kleines Dorf. Alles auf einem einsamen Floß. Die packt das schon. Oh, ich lebe. Ah, da die nächste Stadt und da ist dann. Gibt's dann den nächsten Fund. Oh, ein Leguan. Also US. Ein US-Leguan. US-amerikanischer Leguan. Leguan Hus. The American Way of Leguan. Ja, so kannst du es ja nennen. Kannst du die Folge nennen. Okay. Oder es war die lateinische Form. Leguanus. Leguanus. Anus. Was ist denn da oben? Ja, da kannst du noch nicht hin. Ah, oh, der, das ist cool da. Da sind kranke Kefkas. Alprunk-Ruck. Nee, der Turm, ich weiß welchen Turm du meinst. Das ist Kefkas Turm. Der andere Turm ist weiter nördlich. Nein, ich mag den Tanzturm. Turm. Ah, der ist ja da nicht. Aha. Diverse Items, genau. Der tanzt ja gar nicht, das ist doof. Seelenheil. Eigentlich brauche ich momentan nichts. Kein Seelenheil. Kein Seelenheil. Oh, ein Kotzeimer. Ja, darauf werden die Items passen. Hätte sie Sid nicht einfach, oder Sid, nicht einfach eine Phönixfeder draufschmeißen können? Ja, oder Lexier. Die hatte doch was. Tja. Ich sehe das Glitzern in deinen Augen. Wo brennt denn das Feuer so mitten auf dem Stein? So Feuer. Einfach so. Wir verbrennen gerade unsere Kindheitserinnerungen. Wahrscheinlich alte Comics oder so. Hab ich ja schon. Haben wir alles schon. Nichts Neues. Erstmal hier alles looten. Genau, alles. Elixiere oder so. Hey, was versteckst du dich? Hab ich gesagt, quatsch mich voll. Scheiß NPC. It's fun to stay at the NPC. Funbaba? Oder Punbaba oder so. Weißt Todesblick? Tja, mysteriös. Mysteriös. Goldschild, wa? Gab's den? Hast du die schon? Oder? Ach so, den habe ich noch nicht. Den muss ich mal kaufen. Goldrüstung, oh, ist ja gar nicht. Oh, cool. Eine grüne Baskenmütze. Die optimale Kriegsausrüstung. Ja. Ich nehme gerade vor, so einen im Goldhelm und der andere mit einer grünen Baskenmütze. Und ein Baguette in der Hand am besten noch. So, müssen reichen. Wir haben ja ordentlich Geld. Wo sind die alle? Waren wir hier schon mal in der Stadt? Bestimmt, da die ist ja ein bisschen jetzt hier verändert. Durch die Apokalypse. Zerstört. Ach was, ist alles so wie vorher. Aber die Musik gefällt mir. Na, das ist doch die Hauptsache. Hier ist ein Schiff. Sind die vielleicht hier? Ich denke zwar nicht. Sieht noch intakt aus. Warum kann ich über das Fass? Nee, doch nicht. Ja, hier ist anscheinend nichts. Aber du warst ja noch gar nicht in jedem Haus. Ja, aber der Hafen ist das naheliegendste. Oder so. Genau, gehen wir ganz nach oben. Ich glaube, da passiert jetzt gleich noch was. Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Eine Uhr. Ah, mit Elixier. Rera. Oh. Nix drin. Was ist das denn für ein Saftladen? Gib Saft. Was? Was? Was war das denn jetzt? Ach so, nee. Ich dachte, da kommt ein Flashback.
Oh, mit tanzenden Frauen und Soldaten, die... Die saufen. Saufen. Yay. Saufen. Die Arme in die Luft heben. Ja. Put your hands up in the air. Oh, die tun mir alle leid. Aber das ist ja kein Weltuntergang, wenn die Welt doch nicht untergegangen ist. Mhm. Das ist so ein halber Weltuntergang. Die eine Hälfte, stell dir mal vor, die Erdkugel wurde einfach so halbiert und die eine Hälfte ist jetzt nicht mehr da. Einfach so. Einfach so. War das hier in dieser Stadt doch noch nicht? Okay. Vielleicht muss man schlafen? Ja, das ist immer das Naheliegendste, genau. In Final Fantasy. Boah, schau mal hier, die Hotels haben sogar Türen und vier Betten. Also, ja, in Lufia ist das nicht. In Lufia wird Luxus. Ja. Nö, ist nichts passiert. Wenigstens sind wir ausgegangen. Ja, eine Vase mit Rosen. Oh, schön. Wir haben jetzt ja erst Blumen. Ein ganzes Jahr geschlafen. Man muss sich auch mal ausruhen vom Ausruhen. Richtig. Ja. Ich habe Todesblick in den Himmel steigen sehen. Todesblick? Okay. Wer ist denn Todesblick? Du musst ein verdammter Badass sein. Okay, hier ist nix. Mischt. Drin ist in dieser Stadt hier nichts weiter. Ist einfach nur eine NPC-Stadt. NPCs! Hüpfen hier und dort in die Wahl. NPC-Stadt, das finde ich auch. Irgendwo müssen die auch leben. Genau, geh mal nach links dann weiter. Vielleicht gibt's da noch irgendwie ein bisschen Feines. Wollen wir nicht zu einem Turm gehen? Da kommst du noch nicht rein. Da kommst du erst mit dem Luftschiff rein. Ah, ist geil. Ah, ist geil. Wieso mit H? Also Gaia schreibt man sonst. Ah, ist geil. Chitonit. Ein Schitte. Chitonit, ey. Ich finde es nicht wie ein chemisches Element. So, aus Zitrone und keine Ahnung. Zitronit? Oh, das klingt super lecker. Zitronit. Schon übelst sauer. Hat jemand Center-Schock? Die sind sauer. Als Kinder. Kriegt ja schon Speichelfluss. Als Kinder Mutproben mitgemacht, wer am meisten im Mund nehmen kann. Ich fand Apfel am schlimmsten. Oh, ich krieg richtig Speichelfluss, Gott. Kennst du, Lena, kennst du Center Shock? Ja, aber ich habe die nie gegessen, also ich wollte die nicht. Die mochte ich nicht. Kann ich verstehen. Der hat mich weggenießt. Der hat bestimmt Heuschnupfen. Stell dir mal vor, du wirst einfach so weggenießt im Kampf. Ja. Was ist denn ein normaler Boxkampf, weißt du? Ich hab einfach so niesen. So aus dem Ring. Klitschko wegniesen, weißt du? Hatschi! Dann bist du. Überhaupt liegst du aus dem Ring raus. Ja. Mit eine Niese-Attacke. Mit Trotz übersät. Oh Mann! Die gute alte Vorspult. Ach Quatsch, das war ein Bug. Guck mal, was ist da oben? Achso, das ist Wasser. Ach, das ist voll das. Guck mal, was ist da oben? Oh Mann. Das ist voll das trübe Wasser irgendwie voll. Das ist ein Kampfhund. Das ist hier Brühe. Ein Kampfhund. Nee, diesmal richtig geschrieben. Kampfhund. Jetzt ein Safe zu Tausenden. Durch die Lande. Kampfhunde. Jetzt ein Safe State. Wurde trainiert von Kefka. Genau. Oh, diese Zufallskämpfe sind herzallerliebst. Ah, da bist du noch früh über die Vorspultaste. Ah, dafür hat sie eine coole Sonnenbrille auf. Ja, jetzt alles. Achso, ja. Das ist der letzte Schrei in der untergegangenen Welt von Final Fantasy. Das ist ein Dorf! Nein, ich will noch in das Dorf. Irgendwann Uts. Direkt an der Wüste. Ich erinnere mich an die Stadt. Kefka-Kultus. Der Kefka-Kult. Ja, ich fände den auch super, wenn der meine ganze Welt zerstört. Dann feiere ich den auch voll als Gott. Was geht denn jetzt ab? Oh, wie aufgescheuchte Hühner. Ah! Ey, dich kenne ich. Trollo!
Ach, wie hab ich den gesprochen? Ach, Zellus. Gehen wir hinein. Warte. Wenn ich mich bewege, stürzt das ganze Haus zusammen. Zuerst muss das Kind da raus. Ich bin jetzt so verdammt auf ewig hier zu stehen. Als Säule. Als Säule. So, kann ich nicht auch so weitergehen und du bleibst hier einfach stehen? Also Beeilung, arg. Nee, ich werde das, ja. Ach, das war dieses Psychohaus, oder? Ja, das auch Zufallskämpfe. Oh, was? 55 Minuten. Ist ein Skorpion, der passt auch voll in dieses... Heilig mal, lieber. Heilig mal. Mit dieser... Da war noch mal eine Kiste, war da. Ja, ich habe sie gesehen. Warte mal, was brauche ich noch mal für... Augentropfen? Ach, Heilmittel. Oder Heilmittel, Bam. Ja. Genau, und noch... Nein, Lock. Jo, ich sehe schon. Ja. Speichern wir lieber ab. Ja. Und was war da drin? Was war da gerade drin? Habe ich jetzt nicht gelesen. Ey, wir haben eine Zeitbegrenzung, stelle ich gerade fest. Ja, deswegen mach mal ein Safe State vielleicht. Habe ich schon. Achso, okay. Safe stated. Aber schöne Truhen gibt's. Ach, ich habe hier mal verloren, weil ich alle Truhen öffnen wollte. Und, ja, ups, geh mal lieber erstmal. Wo muss ich denn hin? Links oder rechts? Runter. Links. Links und hoch und... Dann ignoriere ich mal die Kisten. Aber die tollen Kistis. Ah ja, ich bin auch verlockt. Kistis. Ah, eine Uhr. Wow, aber wo ist der scheiß Uhr. Ball? Mann, das erkennt. Wo? Hoch. Ach, da, ich sehe es. Kamin. Aber erst die Truhe. Wo sich jedes anstehende Kind versteckt. Auf dem fucking Kamin. Ey, was? Sagen, was hier? Ich, oh. Krebs. Bist du tot? Ja, irgendwie hab ich nicht aufgepasst. Alter. Naja, wenigstens weiß ich jetzt was. Celis hat doch noch die Augen auf. Solange sie noch die Augen offen hat. Genau. Boah, mitten im Kampf halt grandios. Ich frag mich, was hier Skorpione und Krebs in einem Haus machen. Krebsen, rumkrebsen, ha. Ha. Ma, nicht schlecht. Ja, war schon, das war ein Witz, schon gut. Der extra klasse. Tiefgründig und Oh, ich sollte mich mal zwischendurch ein bisschen. Eins Krebs. Ein Siedler wahrscheinlich, wa? Ein Siedlerkrebs. Der sieht voll gruselig aus. Also wie eine Spinne mit. Mit einer blauen mit Zunge. Turban. Spinne mit Turban. Was? Mit Turban. Wieso tötet er mich? Vielleicht hat er so eine Attacke, die tot. Ist also wirft er dich mit seinen Turban. Oh, mitten Todbahn. Im Kampf. Ich weiß nicht, mitten im Kampf gespeichert, oder? Mitten im da, wo der Kampfbildschirm anfängt. Warte mal, jetzt muss ich hier mal was ausrüsten, damit die jetzt nicht immer direkt stirbt. Genau. Lass dir das nicht gefallen. Habe ich denn Totschutz? Da läuft die Zeit eigentlich weiter, wenn man im Menü ist? Ich glaube, ja. Nein! Nein, die das Kind war ja da gleich. So, was aber auch. Kein Schütz gegen Tod? Irgendwie nicht. Da muss ich jetzt nach jedem Kampf ein Safe State machen. Ja. Das gehört. Wir geben nochmal ein Super Nintendo Spiel. Gott. Ich renn einfach weg. Genau. Damit haben sie nicht gerechnet, jetzt überrasche ich sie. So. Tralala. Jawohl. Kind, warum stehst du da und... Ist schon warm. Löcher in die Luft. Komm her. Los, Kind. Ich hab Angst. Es ist alles in Ordnung, komm, es stürzt nur alles ein und so. Das müssen wir auch noch raus. Es ist alles in Ordnung, es stürzt nur alles ein. Ah, die kann ich töten. Krieg ich, glaube ich, hin. Was hat die eigentlich für eine Waffe, die Zellis? Das sah gerade aus wie so ein Gartenschlauch. Ich fand, das sah gerade aus wie ein Gartenschlauch aus dem Wasser rausgekommen. Gartenschlauch ist noch brutaler. Oh, Monster in Truhe, das gibt's ja auch. Nee, ey, komm. Schleicher in der Truhe. Jetzt hätte man nicht schon genug Sorgen. So. Naja, es kann nie genug Kämpfe geben. Schleicher geben.
Streicher. Eine Minute 26, eine Minute. Ah, das schaffe ich noch. Außer die Zufallskämpfe machen mich jetzt nieder. Oh Gott. Oh fuck. Oh. Nicht panisch werden. Nicht. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Oh Gott, wir machen nicht zu. 10 Sekunden. Nein, machen wir. Oh. Nein, wir schaffen das noch. Wir haben noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh boah, auf der letzten Sekunde. Oh, das war ja wirklich knapp. Fuck. Das war die Zufall, die Vorspultaste. Boah, das war ganz schön. Warte. Hui, ich sollte das lieber mal nicht machen mit der Vorspultaste. Die Erkenntnis haben wir nach jedem Kampf, in dem wir sie benutzt haben. Und wir lernen trotzdem Schluss. Die schönen Truhen. Nein. Truhen, du lebst, aber du hast die Truhen nicht retten können. Ohohoho. Aber natürlich lebe ich. So ein kleiner Weltuntergang kann mich doch nicht, kann mir doch nichts anziehen. So ein kleiner Weltuntergang. Oh, ich dachte, alle wären tot. Ich hatte keine Hoffnung mehr. Aber zum Glück war das falsch. Sie leben alle noch. Wir müssen sie finden. Ich weiß. Wir stürzen Kefka und bringen der Welt Frieden. Einfach so. Das ist ein toller Plan. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Genau. Richtig. Denn jetzt ist schon Feierabend hier. Genau. Jetzt mach Safe State. Genau, Safe State. Ganz wichtig. Na, dann haben wir doch alles. Sicher das. Sicher doch. Dann bis zum nächsten Mal und so. Genau, und so. Tschüss. Tschüss.